Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt. Es gibt ein berühmtes Bild von Tischbein aus dem Jahre 1787, auf dem er Goethe am Fenster seiner Wohnung in Rom darstellt. Man sieht den Dichterforscher von hinten, das Hemd ist lose in die Kniebundhose gestopft, er lugt aus seinem Fenster. Etwas Licht fällt herein, wahrscheinlich eine Morgenszene. Der erste Blick hinaus in einem neuen Tag. Goethe streckt sich leicht, sein rechter Fuß, der in einen Hauspantoffel steckt, berührt noch mit den Zehen den Boden und scheint etwas, der obere Teil des Körpers ist hinausgehalten, nach links geneigt, zu beobachten. Dieser Geste einer unangestrengten Neugierde öffnet sich dem beinahe 40-jährigen Goethe die erwachende Welt von Rom. Interessant ist, dass Goethe 5 Jahre später, als er bei dem Feldzug der Koalitionsarmee im Sommer 1792 als Beobachter dabei war, diese unangestrengte Neugierde auch in der Nähe einer Schlacht aufrechterhalten konnte. Bei der Kanonade Verdans war er fasziniert von den Farbeffekten, die kleine Fische in einem mit Wasser gefüllten Erdtrichter auslösten. Aus diesem Talent zu einem weltkindhaften Betrachten ist auch die Antipathie zu allem vulkanisch Aufgeregten wie der Französischen Revolution, den nachfolgenden Nationaleuphorien und den Anfängen der industriellen Revolution, bedrohlich erscheint ihm das veloziferische Maschinenwesen, zu erklären. In konfusen Zeiten gelten, so schrieb Goethe in einem Brief im November 1813, zur Zeit der nationalen Massenbegeisterung gegen Napoleon nach der Völkerschlacht bei Leipzig, dass diejenigen, welche Verhältnisse erlauben, in ihrer stillen Werkstatt zu verharren, eine doppelte Pflicht haben, das heilige Feuer der Wissenschaft und Kunst, und wäre es auch nur als Funke unter der Asche, sorgfältig zu bewahren, damit nach vorübergegangener Kriegsnacht, bei einbrechenden Friedenstagen, es einem unentbehrlichen prometischen Feuer nicht fehle, dessen die nächste Generation umso mehr bedürfen wird, als sich schon jetzt im Praktischen der Mangel theoretischer Vorübung so hart empfinden macht. Aus den gleichen Motiven ist aber auch Goethes Allergie gegen Theorien im An sich zu verstehen. In ihnen erkennt er oftmals eine zur Hingabe ungeduldige Gier des Erfassens, die sich in ihrer subjektiven Intelligenz nicht um den Vorrang des Objekts kümmert. Goethe, der auch in seinen alten Tagen immer noch ein Kind und Neuling sein konnte, verteidigt die Phänomene gegen die Interpretationen. Theorien sind gewöhnlich Übertreibungen eines ungeduldigen Verstandes, der die Phänomene gern loswerden möchte und an ihrer Stelle deswegen Bilder, Begriffe, ja oft nur Worte einschiebt. Der Fensterschauer Goethe setzt die frühgriechische Theorie als müßige Schau fort. Das wache Vernehmen fokussiert sich noch nicht auf das Formen von Sätzen oder gar Argumenten. Der theorielose Blick als erste Theorie. In den Panoramablicken der freien Geister zeigen dann die Phänomene von sich her ihre Umrisse. Die aufdringlichen Konturen lassen Worte und Sätze entstehen, die wirken, als ob die Dinge selbst sie sprechen würden. 200 Jahre später. Der Blick auf die Welt ist apokalyptisch gefärbt. Das Staunen über die Vielfalt des Daseins hat sich verändert. Man staunt darüber, dass alles noch da ist. Die Signatur der Zeit, das Bewusstsein eines unüberschaubaren Ganzen als Fragilität.